Der Trasgo ist ein gnomartiges, schelmisches und verspieltes Wesen, das seinen Ursprung in der spanischen Folklore der Region Asturien hat. Trasgos tragen in der Regel rote Kapuzen und haben eine gepierste linke Hand. Sie sind dafür bekannt, dass sie gerne Unruhe stiften, herumschlurfen, Dinge verstecken und nachts Lärm machen. Die Trasgos sind vor allem in ländlichen Gegenden aktiv, insbesondere in Häusern und Scheunen. So die asturische Tradition, die sicherlich Spuren der keltischen heidnischen Folklore übernommen hat. Sie sind dafür bekannt, Familien Streiche zu spielen, indem sie Schnürsenkel aufbinden, Milch verschütten oder Gegenstände in einem Zimmer umstellen. Diese Streiche sind in der Regel harmlos, können aber für die Bewohner der betroffenen Häuser sehr unangenehm sein. Einige asturische Familien sind der Meinung, dass die Anwesenheit eines Trascos auch dem Schutz des Hauses dient. Um den Trasco zu besänftigen oder seine Gunst zu gewinnen, legen die Menschen Milch, Käse oder Süßigkeiten vor ihr Haus. Denn wenn der Trasco wütend wird, kann er seine Streiche durch noch störenderes Verhalten eskalieren lassen und noch mehr Schaden anrichten. Trascos sind für ihre Streiche bekannt, aber sie gelten nicht als böse und werden von denjenigen, die an sie glauben, oft mit einer Mischung aus Verärgerung und Zuneigung betrachtet. Die Trascos sind eine faszinierende und amüsante Figur in der iberischen Folklore, die einen Hauch von Magie und Mysterium in das kulturelle Erbe der Region bringt.